Hi und herzlich willkommen zum neuen Chosen-Interview. Dieses Mal, wobei es eigentlich kein neues, sondern eher eine Fortsetzung von einem alten Interview. Ihr wahrscheinlich Andrea kennt, wenn ihr das Interview gesehen habt. Und wir heute einen Teil 2 filmen dazu. Und neben mir, anstatt Shia wie beim letzten Interview, Johannes Hartl, Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Und unsere Wege kreuzen sich immer mal wieder, aber eure Wege haben sich noch nicht gekreuzt. Nee. Oder doch? Naja, ich folge seinem Kanal bei YouTube, bin da ganz fasziniert von deinen Vorträgen, weil seit ich The Chosen gesehen habe, sind 100.000 Fragen in meinem Kopf entstanden und ich habe einige Antworten schon durch dich gefunden. Also insofern kannte ich dich von YouTube bisher schon, aber ich freue mich, dass wir uns jetzt persönlich mal treffen. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Johannes. Sehr gerne. Sehr, sehr cool. Und wir sind hier in einem Gebetshaus und bevor die beiden sich die Fragen gegenseitig stellen, ich finde die Parallele hervorragend. Stellt euch vor, ihr guckt Game of Thrones zum Beispiel und denkt euch, Daenerys ist so ein cooler Charakter und ich würde die so gerne fragen, ob die mir helfen kann bei meinem kleinen Kampf gegen die Mathearbeit. Und hier im Gebetshaus wird viel, wie der Name schon sagt, gebetet. Und Johannes, wie ist das? Ihr sagt, man kann Kontakt aufnehmen mit Jesus, man kann mit Jesus sprechen. Das ist ein richtiges cooles Feature für eine Serie. Ja, ich finde auch. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt so die Augen schließe und mit Jesus spreche, ich stelle mir tatsächlich ein bisschen so den Chosen Jesus. Aber ist klar, was Jesus wirklich gesagt hat, der echte historische Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Also das heißt, er ist ja nicht wie ein Filmstar nur eine fiktive Figur, so, sondern wir Christen glauben, dass er ja wirklich real lebt und dass wir mit ihm sprechen können. Deswegen auch heute noch. Ja. Erweitert die Serie um ein Feature, was keine andere Serie auf der Welt hat. Von daher vielen Dank. Ich finde es noch interessant für die Leute, die jetzt das Interview, den ersten Teil nicht gesehen haben. Andrea, wer bist du? Also du bist aus Mainz beim ZDF, aber du hast eine sehr bewegte Story. Du hast wie du auf dieses Sofa hier kommst. Ja, ich versuche es mal kurz zu machen. Genau, ich bin 72er Jahrgang, ich komme aus der ehemaligen DDR. Bis ich 18 war, habe ich also voll das DDR-Regime mitgenommen. Und da hatten wir ja mit Gott und Glauben überhaupt gar nichts zu tun. Das wurde komplett von uns ferngehalten. Ich bin danach zum Fernsehen gekommen. Ich bin Fernsehmoderatorin und Videocoach. Und habe zwei Erlebnisse gehabt, die sich, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, Begegnungen mit Gott oder Kontakt mit Gott gewesen sind. Und als ich zum ersten Mal The Chosen gesehen habe, was ich eigentlich für meine Tochter angucken wollte und für ihren Religionsunterricht, ist bei mir was passiert. Und da sind ganz viele Fragen aufgekommen, denen ich dann hinterher auf die Spur gegangen bin. Und muss noch kurz dazu sagen, ich habe einen Hund. Und dieser Hund ist bei mir gelandet, nachdem mir jemand gesagt hat, du glaubst nicht an Gott. Dann bitte doch Gott einfach mal um ein Zeichen darum, dass es ihn gibt. Ich sage, wie bescheuert ist das denn? Ja, frag einfach mal. Und dann habe ich das gemacht, zweimal, dann wieder vergessen. Und kurz darauf ist Shia in unser Leben gekommen. Und Shia ist hebräisch und bedeutet übersetzt Geschenk Gottes. Und da ist mir echt ganz anders geworden. Und Shia ist jetzt seit 2 Jahren bei uns. Und seitdem passiert hier oben und hier echt eine ganze Menge. Und The Chosen war Anstoß dafür. Ja, ursprünglich als Unterhaltungsserie für mich gedacht. Und jetzt habe ich plötzlich angefangen, mich mit der Bibel zu beschäftigen, mit Jesus, mit dem Zugang zu Gott. Und mein Kopf platzt vor lauter Fragen. Ja, dann haben wir einiges vor heute. Deshalb freue ich mich so, dass wir hier zusammen sind. Also es werden wahrscheinlich zum Teil echt banale Fragen sein, weil ich ganz am Anfang stehe, weil ich vieles von dem, was auch bei The Chosen erzählt wird, einfach noch nicht verstehe. Ich gucke mir Szenen nochmal an und nochmal an und denke, was meint Jesus denn damit? Und deshalb freue ich mich, dass ich vielleicht von dir die ein oder andere Antwort bekomme, um es besser einordnen zu können. Ich habe letztes Mal auch gesagt, sie hat gesagt, ich verstehe so vieles nicht. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe auch vieles nicht. Also viel Spaß mit den Fragen. Hoffentlich kann Johannes mehr Fragen beantworten. Schau mal. Genau, und Andrea bringt halt eine sehr besondere Rolle mit rein. Und ich finde auch, würdest du wahrscheinlich ähnlich sagen, es gibt keine banalen, keine doofen Fragen. Ich glaube, Christentum ist ein komplexes Ding, ein komplexes Thema. Deswegen heißt es auch Glauben und nicht immer Wissen. Genau, bevor ich aber zu viel rede, wir haben das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, hatten wir einen Teil aufgenommen, den ich euch noch zeigen will. Und damit verlasse ich euch auch schon wieder, weil viele Fragen von ihr in so eine Richtung gingen von Historie und warum eigentlich die Bibel, Altes Testament, Neues Testament, wo kommt das her, warum lesen das Leute überhaupt? Und deswegen habe ich einen kurzen Monolog gemacht, der versucht, objektiv, historisch so ein bisschen zu erklären, wie wir an den heutigen Stand der Dinge kommen, warum Gottesdienst, warum Bibel, genau. Und den zeigen, gucken wir uns noch gemeinsam an, dann hüpfe ich raus und dann seid ihr unter euch
und ich bin gespannt und ich lausche auch auf die Fragen oder die Antworten von Johannes auf deine Fragen. Wir machen, damit wir die Leute nicht langweilen, ich mache dir in 3 Minuten Sum-up über... Wirklich jetzt in 3 Minuten? Vielleicht auch 5. Okay. Die Kirchengeschichte, wo diese Bibel herkommt, warum wir heute Gottesdienste feiern und dieser ganze, ja, diese ganze Geschichte. Okay, bist du bereit? Ja, dann gib mir dein Handy. Alright. Ich gebe dir 5 Minuten, 5 Minuten mir und den Zuschauern das Christentum zu erklären. Kriegst du das hin? Ich erkläre es den Zuschauern und du hörst zu. Okay, gut. Bitte. Okay, also ich denke, jeder Mensch würde unterschiedlich diese historische, theologische Reise machen. Bei mir ist es jetzt eine Zusammenstellung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen in dem Zeitalter, in dem ich geboren bin, und meinem Theologiestudium. Andere Menschen könnten das sicher nochmal besser. Es gibt Leute, die haben das richtig studiert, Thorsten Dietz und andere Theologen. Aber let's try, let's go. Okay, die Reise beginnt, indem wir zurückgehen in die Szenerie, wo The Chosen spielt. Jesus wird geboren in Israel, in eine Religion rein, die Judentum heißt. Das Römische Reich dominiert zu der Zeit Israel. Das Besondere ist, mit Jesus beginnt nicht die Story, sondern auch das Judentum hat schon eine große, große Geschichte, wo es sehr typisch war für die Juden, viel aufzuschreiben, Berichte zu haben, Briefe zu haben, Kunstwerke zu haben, die irgendwie beschreiben, wie Gott mit der Welt interagiert und auch mit diesem Volk interagiert. Das Alte Testament, was diese ganze Zeit beschreibt, endet mit einem letzten Bericht von Maleachi und danach passiert nichts mehr. Das heißt, als Jesus auf die Erde kommt, ist es eine lange Zeit des Schweigens. Keiner hat mehr geschrieben, es ist nichts Großes passiert, die Bibel ist quasi vorbei. Das ist das Besondere. Jesus kommt und vor Jesus waren schon einige andere, die gesagt haben, ich bin ein Prophet, oder manche haben auch gesagt, ich bin der Messias. Jesus kommt in so eine Zeit rein, wo die Römer schon genervt sind vom Thema Messias. Das Besondere bei Jesus ist, er redet nicht von Wundern, sondern er macht sie. Das heißt, er stößt auch einem römischen Reich ziemlich vor die Nase. Auf einmal ist das ganze Judentum durcheinander. Und man merkt, dass dieser Jesus sehr herausgestochen hat in der Zeit zwischen diesen ganzen anderen Leuten, die behauptet haben, sie wären der Messias, weil nicht nur seine Jünger und die Menschen, die ihn kennengelernt haben oder die über ihn gehört haben, über ihn geschrieben haben, sondern eben auch die Römer. Auch die Schriftsteller haben aufgeschrieben, was passiert ist. Und das deckt sich sehr gut mit den Dingen, die auch die Jünger von ihm aufgeschrieben haben. Das heißt, wir können den historischen Jesus erstmal als Fakt darstellen und danach können wir jetzt in diese Kirchengeschichte eintauchen. Weil was tut man, wenn dieser Jesus auf einmal nicht mehr da ist? Die Jünger sind geprägt von ihm, gehen los in alle Welt. Das heißt, wir befinden uns jetzt irgendwie 35 nach Christus. Verschiedene Jünger gehen nach Indien, gehen nach China, gehen nach Europa. Paulus, einer der bekanntesten Leute aus der Bibel, geht in die heutige Türkei und gründet überall Gemeinden. Das heißt, wir haben ein entstehendes Christentum, was von dem Preaching, also von der Message von Jesus ausgeht, aber tatsächlich ohne Jesus. Also Jesus gründet nicht die Religion, sondern seine Jünger gründen die Religion. Das passiert, durchzieht die ganze Gesellschaft. Auf einmal entstehen überall christliche Gemeinden und oft, nämlich weil diese ganzen Menschen Juden waren, noch in einer jüdischen Tradition. Das heißt, was haben die Christen von damals gemacht? Was kannten sie? Sie kannten den jüdischen Glauben und sie kannten das Römische Reich. Das heißt, das Beste, was ihnen eingefallen ist, sie nehmen diese jüdischen Traditionen mit, sie treffen sich in der Synagoge, beten zusammen. Das sind die Traditionen, die wir auch heute noch im Christentum haben, weil es damals normal war. Und wie bauen sie eine Kirche? Sie kennen nur das Römische Reich mit einem Kaiser, mit Generälen, also bauen sie auch so die Kirche. Die heutige katholische Kirche mit einem Papst, mit Bischöfen. Das heißt, auch die Struktur haben wir aus dieser Zeit. Es läuft ungefähr 300 Jahre lang. Immer mehr Menschen schreiben über Jesus. Diese Gemeinden brauchen auch wieder nach jüdischer Tradition Schriften, über die sie vorlesen können. Und es etablieren sich langsam Schriften. Die Briefe von Paulus sind sehr beliebt. Paulus generell prägt sehr die Zeit von damals, ist auch ein großer Stifter dieser Religion, vom Christentum. Aber auch viele jüdische Traditionen werden weitergeführt. Auch noch aus den jüdischen Schriften wird gelesen. Und irgendwann wird es so kompliziert, weil überall im Land, überall um das Mittelmeer rum, entstehen christliche Gemeinden, die sich alle in unterschiedliche Richtungen etablieren. Paulus und die anderen Apostel kommen kaum mehr hinterher, das zu koordinieren. Und dann passiert das Unglaubliche, der römische Kaiser bekehrt sich. Kaiser Konstantin, 350 nach Christus. Das heißt, wir haben jetzt 350 Jahre von einem chaotischen Christentum, was im Untergrund leben musste, weil es neben dem jüdischen Glauben und auch neben den vielen römischen Göttern nicht offiziell anerkannt war. Das ist die Situation zu diesem ersten Konzil. Konzil heißt, es treffen sich viele Christen und versuchen sich zu einigen. Dieses Konzil 350, wo Kaiser Konstantin die ganzen Christen um den Mittelmeerraum zusammenruft, wird sehr prägend, weil in der Zeit wird geguckt, welche Schriften gehen denn gerade gut? Welche Schriften werden viel gelesen? Und welche Schriften können wir offiziell proven, können wir offiziell bestätigen? Was rauskommt, ist dieses hier, die Bibel. Die Bibel entsteht 350 nach Christus und ist eine
eine Auswahl von den Schriften, die am öftesten gelesen wurden, die am wenigsten umkämpft sind. Viele andere Schriften fliegen damals raus. Das heißt, viele Berichte über Jesus, die geschrieben wurden, kommen hier nicht mit rein. Und viele von uns kennen diese Schriften noch gar nicht mehr. Um euch jetzt nicht ganz zu erschlagen mit tausenden Informationen über dieses Buch, gäbe es auf jeden Fall viel zu sagen zu jedem von den Büchern. Nur ein grober Abriss: Das Neue Testament ist ähnlich wie das Alte Testament ein Sammelsurium aus verschiedenen Werken. Das heißt, es gibt im Alten und auch im Neuen Testament Berichte über das, was gesehen und passiert ist. Es gibt literarische Texte, Poesie, es gibt Lieder, weil die Menschen eben ganz unterschiedliche Bezüge zu Gott haben und darüber auch schreiben. Das heißt, wir starten jetzt in diesem Jahr 350 in eine neue Epoche vom Christentum. Wir haben uns darauf geeinigt, dass dieses Buch eine Grundlage ist, und wir haben uns auf ein apostolisches Glaubensbekenntnis geeinigt, wo viele von den theologischen Überzeugungen festgehalten sind. Jetzt kommt eine Zeit, wo das Christentum sich nicht viel verändert. Das ganze Mittelalter durch, man nennt sie auch das dunkle Mittelalter, ihr kennt die Kreuzzüge und alles, was da passiert ist, da passiert nicht viel theologisch. Das Christentum überlebt das Mittelalter, prägt es auch sehr, und erst die Aufklärung ändert wieder viel. Auf einmal wird das erste Mal seit so vielen Jahrhunderten der Glaube hinterfragt. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, Gott existiert nicht. Wie geht das Christentum mit der Aufklärung um? Das prägt unter unseren Glauben bis heute, weil es ein Step in eine Mündigkeit ist. Das heißt, das Christentum muss mündig werden. Es muss sich mit einem Hinterfragen auseinandersetzen. Es entstehen zum Beispiel mit Martin Luther Alternativen zur katholischen Kirche auf einmal. Das ist ganz neu. Oder der evangelikale Glaube, dass man auf einmal eine ganz enge Beziehung zu Jesus haben kann. Es entstehen immer wieder neue Doktrinen und es gibt ganz viele verschiedene Zweige. Dann ein riesengroßer Einfluss nochmal durch den Zweiten Weltkrieg. Ganz, ganz viele Menschen erleben ihren Glauben nach dem Zweiten Weltkrieg als nicht mehr relevant. Wie kann Gott so ein Leid zulassen? Auch noch an seinem eigenen Volk, das Volk Israel. Also wie kann sowas passieren? Ganz viele Menschen verlieren den Glauben und die Gesellschaft macht einen Ruck einen atheistischen Ruck. Menschen wie Bonhoeffer, der dieses eine Attentat auf Hitler mit organisiert hat, die probieren noch eine Theologie zu entwickeln, die Gott noch relevant behalten kann. Und wir sind heute in einer Zeit, wo jede von diesen Etappen bestimmte Glaubensgemeinschaften geprägt hat. Das heißt, wir haben eine extrem bunte Vielfalt an der katholischen Kirche, an der evangelischen Kirche. Wir haben Freikirchen, wir haben Charismaten, wir haben Brüdergemeindler, wir haben eine orthodoxe Kirche. Genau, das heißt, wir haben aus der theologischen Sicht eine große Vielfalt und jetzt eben auch aus der wissenschaftlichen Sicht. Und wir merken, dass diese große Depression nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so ist. Wir sind interessiert, es muss doch mehr geben im Leben als einfach nur das, was wir sehen. Passend jetzt eben von Dirk, dieser ganze Aspekt der Quantenphysik. Auf einmal merken wir, die Welt ist viel komplexer. Und die Theologie merkt auch, Gott ist viel komplexer. Und eventuell könnte das eine schöne Symbiose werden, über die wir vielleicht heute sprechen können. Also mir hat das total geholfen, die Zusammenfassung von Lukas, um auch die Entstehung der Bibel irgendwie, ja, um das, das ist dadurch für mich einfach greifbarer geworden. Ja, ja, das nicht einfach vom Himmel gefallen, auch eine Geschichte hat und das von Anfang an auch Christen und Kirche mit eine Rolle gespielt haben. Ja. Genau. Und The Chosen, die Serie, hat auch dazu beigetragen, überhaupt zu verstehen, wer Jesus war, weil das war mir ja vorher auch nicht bewusst, weil in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, ist ja alles vollkommen von uns fern gehalten worden. Und es gab eine Schlüsselszene in der ersten Staffel. Jesus und Nikodemus sitzen auf der Dachterrasse. Ja. Und da kommen viele verschiedene Themen auf den Tisch, die mich danach echt die ganze Zeit haben so durch die Gegend laufen lassen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Und ich hoffe, dass ich heute bei dir eine Antwort bekomme. Okay, ich kann dich erstmal trösten. Nikodemus-Gespräch, Johannes 3, das ist etwa verdichtet das Tiefste überhaupt von christlicher Theologie. Also wenn du da Fragen hast, bist du in extrem guter Gesellschaft. Ich bin mir sicher, dass ich keine erschöpfenden Antworten habe. Aber das Tolle an der Szene ist, daran kannst du wirklich den Kern, worum es geht, auch super aufhängen. Ja, ich habe es mir, glaube ich, 5-mal angeguckt. Und wir gucken es uns jetzt nochmal an. Ein sechstes Mal. Und dann stelle ich meine Frage dazu. Erinnerst du dich, als die Kinder Israels über Gott klagten und über Mose? In der Wüste von Paran. Ja, sie wollten zurück nach Ägypten und verfluchten das Manna, das Gott ihnen sandte. Und dann? Sie wurden von Schlangen gebissen und sie starben. Aber Gott zeigte ihnen einen Weg zur Rettung. Mose erhob die Bronzeschlange in der Wüste und die Leute brauchten sie nur anzusehen. Genau so wird der Menschensohn erhoben werden, so dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Aber unser Volk stirbt nicht durch Schlangenbisse. Es stirbt durch Steuern und Unterdrückung. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen.
Aber ich bin nicht gekommen, um das Volk von den Römern zu befreien. Von was denn sonst? Von der Sünde. Dem geistlichen Tod. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also hat das alles nichts mit Rom zu tun? Es geht nur um Sünde? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie richtet, Nikodemus, sondern um sie zu retten, durch ihn. Es ist so einfach wie die Schlange von Mose auf dem Pfahl. Wer an ihn glaubt, ist gerettet. Und wer nicht an ihn glaubt, verurteilt sich selbst. Hast du schon jemals etwas derartiges gehört? So, und da saß ich da und dachte, was bedeutet das, dass Jesus uns von unseren Sünden befreit? Mhm. Und er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Mhm. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für die Leute, die zuschauen? Ja, damit stellst du natürlich die entscheidende Frage. Also Nikodemus geht erstmal davon aus, das Problem, das die Israeliten zu der Zeit haben, ist die Unterdrückung von den Römern. Und so sind wir Menschen auch. Erstmal glauben wir, unser Problem ist da draußen. Das Problem ist, dass die Reichen uns ausbeuten, dass mein Nachbar so blöd ist, dass ich mit der falschen Frau verheiratet bin, dass mein XY, dass der Bundeskanzler so doof ist. Das Problem ist da draußen. Und Jesus bringt ein interessantes Beispiel aus dem Alten Testament. Und das hatte damit zu tun, dass das Volk gegen Gott rebelliert hat und deswegen kamen Giftschlangen unter das Volk. Und Jesus sagt, hey, euer Problem ist nicht draußen die Römer, sondern das Problem ist in eurem eigenen Herzen. Der Solzhenitsyn, großer russischer Schriftsteller, der das Gulag erlebt hat, eingesperrt war unter den Kommunisten, hat einen Satz gesagt, der für mich persönlich unglaublich wichtig ist. Er sagt, die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft nicht zwischen Nationen, Rassen, Klassen, die sind die Bösen, wir sind die Guten, sondern diese Trennlinie verläuft durch jedes menschliche Herz. In mir selber gibt es Rebellion gegen Gott. Ein Teil von mir will Gott und will das Gute und will das Licht, aber ein Teil von mir auch nicht. Und das Ding der Befreiung ist interessant. Ja, was macht Menschen unfrei? Das, was Menschen unfrei macht, nennt die Bibel Sünde. Das, was uns innerlich kompromittiert, was uns innerlich verstrickt hält in Dingen, die nicht gut sind. Aber was gehört dazu? Also zu Sünde zähle ich Stehlen, Töten, Ehebrechen. Das sind für mich klassische Sünden. Ja, Sünde ist alles, was der Liebe widerspricht. Jesus sagt ja nachher, Gott hat die Welt geliebt. Gott ist die Liebe. Und das klingt auf den ersten Ding so total harmlos. Das heißt ja, dann ist er ja nett zu allen. Ja, das stimmt, aber das heißt, alles, was nicht Liebe ist, ist das Gegenteil von Gott. Jetzt, wenn in meinem Herzen ist nicht nur Liebe, denn ich bin manchmal eine feige Sau, ich bin manchmal verlogen, ich bin manchmal einfach aus Trägheit und Faulheit nicht bereit, das zu tun, was jetzt gut wäre. Und damit meine ich nicht, ich muss nicht ein Heiliger sein, und das geht's nicht. Es geht nicht um Perfektion, aber diese kleinen Haltungen der Lieblosigkeit. Weil der Punkt ist so leicht. Wir schauen die bösen Sachen an, wir sehen den Krieg in Russland an und sagen, wie können Menschen das tun? Und die einfache Antwort ist, weil sie Menschen sind und du würdest vielleicht das Gleiche tun. Und ich würde vielleicht das Gleiche tun, weil auch ich habe die gleichen Verführbarkeiten und Strukturen in mir, dass ich manchmal aus Bequemlichkeit die Lüge der Wahrheit vorziehe. Dass ich aus Eitelkeit, die kleinen Notlügen. Dass ich aus Eitelkeit und Stolz jemand anderen niedermache. Also die Welt ist voll davon. Und es ist so leicht zu sagen, bei dem anderen ist es aber schlimmer. Bei dem Putin ist es schlimmer als bei mir. Naja, okay, aber das sagt jeder von sich. Das heißt also, auch wenn wir über die Nachbarin lästern, ist auch das eine Sünde. So ist es. Ja. Alles, was der Liebe widerspricht, ist Sünde. Manche Leute sagen, hey, es wird doch reichen, wenn jeder Mensch einfach versuchen würde, ein besserer Mensch zu sein und das Gute zu tun. Mhm. Weißt du, welche Welt rauskäme, wenn jeder sich anstrengen würde, ein besserer Mensch zu sein? Mhm. Genau die Welt, die wir haben. Denn die allermeisten Menschen versuchen, gute Menschen zu sein. Mhm. Und die Menschen stehen nicht morgens auf und sagen, heute fangen wir einen Krieg an und heute breche ich die Ehe und heute lüge ich und heute schlage ich jemanden nieder. Menschen stehen morgens auf und versuchen, einigermaßen gut zu leben und das kommt raus. Ja. Das heißt, die Menschheitsgeschichte zeigt diese Macht der Sünde und der Verstrickung. Und die gibt es in meinem eigenen Herzen auch. Aber inwiefern befreit uns Jesus davon? Ja, Jesus ist der einzige Mensch, der komplett nur aus Liebe und in Wahrheit je gelebt hat.
Und jetzt könnte man meinen, dann müssen den ja alle gemocht haben. Mhm. Okay, das muss so ein netter Kerl sein. Aber die Wahrheit ist, so sind wir Menschen nicht. Sondern das hat in den Menschen alles Negative getriggert, was es überhaupt nur gibt. Kann man fragen, warum haben sie denn Jesus eigentlich umgebracht? Und du findest die gesamte Palette von menschlicher Bosheit. Aus Eifersucht, deswegen gesagt, jetzt laufen alle die dem nach und nicht mehr uns. Aus Kontrollzwang, weil auf einmal die religiösen Autoritäten das Gefühl hatten, hey, dann laufen uns die Leute weg, wir können die nicht mehr manipulieren. Aus Neid, aus Geldgier hat der Judas ihn verkauft. Eigentlich aus all den ekligen, kleinen, angestauten Sünden, die die Menschheitsgeschichte ausmacht. Und jetzt ist die ganze Menschheitsgeschichte ein Spiel von, aber wer hat angefangen? Ich schlage ja nur zurück, weil ich vorher geschlagen worden bin. Ich bin ja selber missbraucht worden, deswegen missbrauche ich wieder. Und es bräuchte einen Punkt, wo alles Böse der Welt an einem Punkt von reiner Liebe trifft und dort wie besiegt wird. Und das ist das Kreuz. Also, das Kreuz ist der am meisten dargestellte, das am meisten dargestellte Szene in der Kunstgeschichte. Und man kann fragen, warum eigentlich? Ja, ich habe mich oft gefragt, warum sehe ich Jesus immer nur am Kreuz und nicht lebendig? Ja, und ich glaube, es liegt daran, dass C.S. Lewis hat mal so schön gesagt, man muss nicht verstehen, wie eine Verdauung funktioniert, dass sie funktioniert. Eine Verdauung funktioniert. Ich glaube, beim Blicken auf diesen Gekreuzigten haben Menschen seit 2000 Jahren gespürt, dass hier die Lösung ist. Also stell dir vor, wenn dieser Kreislauf von Böse und Vergeltung und Böse und Wiedervergeltung an einer Stelle ein für alle Mal beendet würde. Das heißt, der beste Mensch, der je gelebt hat, der nur Gutes getan hat, wird aus den heimtückischsten Motiven auf die grausamstmögliche Weise getötet. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ja. Und reagiert mit Vater, vergib ihnen. Also mit einem reinen Akt von Liebe, weißt du, dann könnte ich mein kleines Böses, ich habe vielleicht nicht den Jesus umgebracht, hey, aber ich habe auch meinen Anteil an der Misere dieser Welt, mein kleines Böse könnte ich damit hineinnehmen und sagen, Jesus, dann ist auch mir vergeben. Dann habe auch ich einen Neustart. Mhm. Und das ist ja auch sehr krass, wenn Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden, weil, naja, da musst du vielleicht vorher auch sterben und eigentlich ist das der Teil 2 von der neuen Geburt, dass ich an einen Punkt kommen muss, zu sagen, okay, mein Herz hat auch einen Schlangenbiss. Weil, weißt du, ich kann mich nicht selber aus dem Sumpf rausziehen, wenn ich selber drinstecke. Wenn ich den Weg verloren habe im Wald, kann ich mich nicht nach dem Weg fragen. Weißt du? Und ist der Unterschied von dem, was Jesus sagt, von allen Religionen der Welt, die im Letzten drauf rauslaufen oder Philosophien der Welt, dass du dich selber rettest, wenn du ein bisschen mehr meditierst, wenn du ein bisschen mehr spendest. Christentum wurde teilweise auch so verkauft, aber das ist nicht das, was Jesus sagt, sondern es ist das, du kannst dir deinen eigenen Stachel nicht selber rausziehen, weil du selber befallen bist. Dein eigenes Herz ist befallen und deswegen brauchst du einen Erlöser, aber die wunderbare Antwort ist, es gibt einen Erlöser. Es gibt einen, der dich rettet. Das heißt, indem ich Kontakt aufnehme zu Jesus, setze ich mich auch mit diesen kleinen Sünden auseinander und werde mir dieser bewusst und befreie mich dadurch, also dass ich quasi nicht eine Gefangene dieser auch Begierden bin und dieser Gier und diesem Neid und dem, was viele ja auch wollen oder viele erliegen ja auch der Verlockung des Geldes. Ist es so gemeint? Also erstmal, wenn man das Leben Jesu anschaut, man muss ein hartes Herz haben, um nicht zu checken, warte mal, so bin ich nicht. Mhm. Also manchmal denkt man, Jesus, du bist so krass, wie du sprichst. Dann, wenn ich das lese, wenn das die Anforderungen sind, dann habe ich ein Problem. Ja. Also wenn du einmal sagst, wenn du nur denkst, dass der andere ein Idiot ist, dann hast du ihn im Herzen schon umgebracht. Dann sagst du, toll, wer hat denn das noch nie? Also der Punkt ist nicht so jetzt ein Perfektionismus und jetzt musst du versuchen, nie wieder was falsch zu machen, sondern zu erkennen, hey, Mist, alter Schwede, stimmt, es fängt echt in meinem Herzen schon an. Und das ist der erste Schritt. Deswegen, Jesus predigt ja auch, kehr um und tu Buße. Also im Griechischen heißt Metanoia, ändere deine ganze Gesinnung. Also Metanoia heißt, warte mal, es geht im Leben um was komplett anderes. Es ist eine komplette Richtungskehr. Und dann eigentlich, wenn du fragst, wie komme ich da hin, es wäre eigentlich sowas wie eine Hingabe. Jesus, ich geb dir mein Leben und leb du jetzt dein Leben durch mich. Und das alte Symbol dafür ist ja die Taufe. Also
Taufe ist ja, was passiert dann, wenn du unter Wasser bleibst? Na, du stirbst, du ertrinkst. Und heute haben wir das ja oft nur zeichenhaft mit ein bisschen Wasser drüber. Aber eigentlich geht es um das, zu sagen, mein altes Leben, das stirbt, damit ich, so wie Jesus gestorben und auferstanden bin, von Neuem aus Wasser und Geist wiedergeboren werde, wie es zu Nikodemus sagt. Wie eine neue Geburt, wie ein Neustart. Nun sagt ja Jesus auch in dieser Szene, dass er zu uns gekommen ist, um uns auch, also wenn er uns von den Sünden befreit hat, um uns ewiges Leben zu verheißen. Das war auch ein Aspekt, den ich nicht ganz verstanden habe, was das konkret bedeutet. Ja, was da wörtlich steht, äonisches Leben, Leben, ich würde es besser übersetzen, Leben von der höheren Dimension, die ist auch ewig. Aber nicht nur. Also es gibt ja, Leben kann unterschiedliches heißen. Die Pflanzen haben auch Leben. Wir Menschen haben bewusstes Leben, das heißt Leben, das sich selber mit dem Ich-Subjekt irgendwie selber reflektieren kann. Das ist, kann man sagen, es ist das gleiche wie bei Pflanzen, ist nochmal was anderes. Und Jesus sagt, ich schenke euch praktisch die Lebensqualität Gottes. Und die ist unter anderem überzeitlich. Und ich muss dir sagen, ich habe das am stärksten bei Menschen erlebt, das ist eine sehr abgefahrene Geschichte, aber ich war in etlichen Ländern unterwegs, wo Christen für ihren Glauben verfolgt werden. Zum Beispiel in der Untergrundkirche in China oder in Indien oder so in verschiedenen Ländern. Und ich habe da Menschen erlebt, die zum Beispiel für ihren Glauben auch im Gefängnis waren oder sogar gefoltert wurden. Und echt so. Und ich habe in deren Augen was gesehen, was ich nur bezeichnen kann, okay, ihr lebt echt schon wie in einer anderen Welt. Aber nicht abgehoben, sondern im Sinne von diesem äonischen Leben, ein bisschen mit einem Fuß schon im Himmel, wissend, dass das hier nicht die ganze Wahrheit ist. Wir Christen glauben, dass das, was wir sichtbar auf der Erde erleben, nicht die ganze Wahrheit ist. Und die Wiedergeburt bedeutet, ich sehe ja nachher noch genauso aus, ich werde nicht jünger oder sowas, aber dass wirklich was kategorial Neues ins Leben kommt. Und ich persönlich, ich bin als Kind schon getauft worden und in Kirche groß geworden. Aber bei mir gab es einen Moment, da war ich im Teenageralter, wo ich eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen habe. Und es hat sich nicht so spektakulär angefühlt. Aber ich kann im Rückblick sagen, es war der Beginn von was kategorial Neuem. Erzähl mal. Das Markanteste, also ich hatte eine Erfahrung, die war eine emotionale. Da war ich auf einem Treffen und da wurde ich mitgeschleppt. Ich hatte keinen Bock drauf. Ich war ein junger, rebellischer Teenie. Ich habe gedacht, ihr spinnt alle da, ihr Christen. Und das hast du echt damals gedacht? Ja, total. Also um genau zu sein, ich war so ein Hippie. Ich hab mir, die haben da so Lieder gesungen mit Jesus und so. Und ich hab mir so gedacht, was auch immer ihr raucht, raucht weniger davon. So irgendwie. Und ich war irgendwie echt abgenervt von denen. Aber dann gab es einen Abend, wo es eine Möglichkeit gab, für sich beten zu lassen. Es war ganz einfach. Da waren zwei Leute, man konnte vorgehen und die haben ein Gebet für einen gesprochen. So Hand auf die Schulter gelegt und gebetet. Und ich bin weg von diesem Gebet und irgendwas in mir war anders. Und ich kann es nicht bestreiten. Aber ich will über das gar nicht so viel jetzt sagen. Es war ein tolles emotionales Erlebnis, aber ich will das zweite jetzt sagen. Es war etwa ein halbes Jahr später. Ich bin nämlich dann zurück in meinen Alltag, der damals sehr, ich sag mal so, wenig mit Gott zu tun hatte. Einfach so ein Teenie-Alter. Und diese innere Freude, diese Nähe Gottes, die war innerhalb weniger Tage wieder weg. Mhm. Und ein halbes Jahr später habe ich, weil mir jemand den Tipp gegeben hat, ich habe wirklich mich entschieden, mein Leben ganz diesem Jesus zu geben. Und ich habe das in einem Tagebuch, in einem Vertrag gemacht. Also mir hat das keiner erklärt, aber ich schließe einen Vertrag mit Gott. Und ich sage ihm, ab jetzt, ich gebe dir wirklich mein Leben. Mach mit mir, was du willst. Eigentlich auch wie Jesus beten lehrt im Vater unser, dein Wille geschehe. Und ich habe nur gesagt, und ich will aber, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Weil ich habe gedacht, das, was ich damals gespürt habe, das will ich eigentlich immer. Das war eine Qualität von Leben, die ich mit nichts anderem, nicht mal Party, Girls, was auch immer, vergleichen konnte. Und ich habe diesen Vertrag gemacht und ich habe im Rückblick gemerkt, dass das ein Wendepunkt im Leben war. Und das Interessante ist, zwei Sachen haben sich geändert. Dinge, die mir vorher keinen Spaß gemacht haben, fingen an, mir Spaß zu machen. Und Dinge, die mir Spaß gemacht haben, haben mir auf einmal keinen Spaß mehr gemacht. Ich fange mit dem zweiten erstmal an. In meiner Clique, gerade mein bester Freund und ich, wir haben extrem viel gelästert und wir hatten einen extrem versauten Humor bezüglich Mädchen und haben auch eine extrem herablassende Art gehabt, mit Mädchen umzugehen und halt ausnutzend, würde man sagen. Und ich habe nur gemerkt, irgendwie, ich war auf so einer Party, ich war im Reden, ich habe gemerkt, irgendwie passt nicht mehr. Also nicht war eine Regel, du sollst nicht lästern oder du sollst nicht ein Mädchen abschleppen, die du nur ausnutzen willst. Ich habe nur gemerkt, innerlich, irgendwie ist es nicht mehr richtig. Und dann das Zweite,
ich habe auf einmal Lust bekommen, bei mir kam so ein Gedanke, oh ja, ich könnte mal in der Bibel lesen. Ich fand das früher ends langweilig und ich hatte auf einmal Lust, christliche Musik zu hören. Und ich habe auf einmal gemerkt, der spricht zu mir. Und für mich war das ein Hinweis, wie man sagen kann, eine Wiedergeburt, wie da kam so ein neuer Johannes, wow, der auf einmal Lust auf neue Sachen hatte. Und seit jener Zeit, den alten Johannes, den gibt es schon auch noch und der steht auch immer wieder auf und der ist immer noch eine feige Sau manchmal und so weiter. Aber tief drin merke ich, na, aber eigentlich bin ich der. Eigentlich bin ich dieser Mensch, dieser neue Mensch. So habe ich das erfahren. Und ich glaube, dass man das erfahren kann, wenn man wie der Nikodemus eigentlich zu Jesus kommt. Am Schluss kniet er ja dann auch nieder und wirklich zu Jesus sagt, okay, ich kapituliere auch. Ich gebe dir mein Leben. Und das ist die Frage, was bedeutet das, ich gebe dir mein Leben? Du hast ja vorhin gesagt, wenn du betest und die Augen schließt, dann siehst du den Jesus aus The Chosen vor dir. Man, das ist ja auch nett anzuschauen. Ja, gibt Schlimmeres. Aber wie kann jemand wie ich zum Beispiel Kontakt aufnehmen zu Jesus? Und was bedeutet das, ich gebe dir mein Leben? Also zwei Fragen. Erstmal, ob du zu Jesus betest, zu Gott Vater, zum Heiligen Geist, ist gerade egal. Bete so zu Gott, wie es dir am einfachsten fällt. Wie betet man denn? Das weißt du. Jeder Mensch kann das intuitiv. Aber du kannst dir vorstellen, dieser Jesus aus The Chosen sitzt dir jetzt gegenüber anstelle von mir. Und du sprichst mit ihm. Das ist Gebet. Rabbi, Philippus sagte, der Täufer brachte seinen Anhängern ein Gebet bei, zusätzlich zu den traditionellen Gebeten. Könntest du das auch tun? Ja, ich würde gerne wissen, wie du betest, wenn du alleine bist. Jetzt. Jetzt verhaltet ihr euch wie wahre Schüler. Das ist es, was ich sehen will. Und beten ist der erste Schritt, den Verstand und das Herz einzustimmen. Deswegen seht ihr mich auch so oft beten. Dann lehre uns, zu beten wie du. Bitte. Wenn wir beten, sollten wir zuerst damit beginnen, unseren Vater im Himmel zu ehren und seine Größe anzuerkennen. Betet deshalb so: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Außerdem sollen wir immer Gottes Willen folgen, nicht unserem eigenen. Also beten wir: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Weil der Punkt ist, er ist ja da, er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und nur weil wir ihn nicht sehen können, heißt ja gar nichts. Wir können ja ganz viele Sachen nicht sehen, zum Beispiel Radioaktivität oder die Demokratie oder die Freiheit, können wir alles nicht sehen und es ist trotzdem Realität. Also wir können mit Jesus sprechen, wie mit dem besten Freund, der uns jetzt gegenüber sitzt. Und fang an, dir täglich Zeit zu nehmen. Ich würde empfehlen, in der Früh oder wann auch immer, 10 Minuten, ich bin ein Fan von so kleinen Ritualen, ich zünde da eine Kerze an oder sowas und sage, das ist meine Zeit mit Gott. Und man kann das kombinieren, man kann einen Abschnitt in der Bibel lesen und mit Jesus drüber ins Gespräch kommen oder sagen, das steht heute an, ich gebe dir meine Sorgen um mein Kind oder um meinen Job und wie soll ich die Gasrechnung bezahlen und hilf mir. Und auch ein bisschen, wie du mit dem Hund erzählt hast, du kannst auch sagen, Jesus, gib mir ein Zeichen, soll ich mit dem Typen ausgehen oder soll ich das Auto kaufen oder so. Also so, yeah, wirklich in Alltagsprobleme, das ist das Erste, so kannst du anfangen zu beten. Und zweitens, wie gibst du Jesus dein Leben? Das eigentliche alte Zeichen dafür ist die Taufe. Eine Taufe. Deswegen, wenn jemand Jesus folgen möchte, noch nicht getauft ist, würde ich sagen, such dir eine Gemeinde und lass dich taufen. Mhm. Und wenn du schon getauft bist, so war es bei mir, also so das äußere Zeichen, das war schon geschehen, dann kann man das wie eine Tauferneuerung oder so innerlich nachvollziehen, eigentlich wie man will. Also bei mir war es halt das Tagebuch. Ich habe wirklich, also der Punkt ist, diese Herzensentscheidungen sind reale Entscheidungen. Ne? Wenn ich im Herzen sage, ich möchte in dieser Stadt mich jetzt heimatlich fühlen oder ich möchte mich auf die Person einlassen in der Beziehung, das sind Herzensentscheidungen und die machen, ja, die bestimmen den Kurs des Lebens. Und die Herzensentscheidung, ich möchte dir mein Leben geben, Jesus, die hat Realität und die hat reale Auswirkungen. Welche Auswirkungen? Bei mir die ich vorher genannt habe, dass sich Sachen geändert haben, aber ich kann nicht in deinen Schuhen gehen. Ich kann nicht deine Beziehung zu Jesus leben. Jeder hat eine eigene. Mhm. Und auch jeder hat ein eigenes Gebetsleben. Und es ist auch ein Sprung ins Wasser, wo man nicht genau weiß,
was passiert, sonst wäre es nicht echt. Also bei Chosen wurde das noch nicht verfilmt, aber es gibt eine Stelle im Neuen Testament, wo der Petrus aus dem Boot steigt und übers Wasser auf Jesus zugeht. Und interessanterweise trägt das Wasser ihn, aber nur so lange auf Jesus schaut. Und auf einmal bekommt er Angst und schaut auf die Welt und dann sinkt er. Ja. Und so, finde ich, ist das Leben mit Jesus. Es ist ein Wagnis, weil du sagst, warte mal, wie soll das gehen? Wie soll das alles wahr sein? Aber wenn du den Blick auf Jesus hältst, trägt das Wasser. Das ist meine Erfahrung. Das ist schön umschrieben. Wir sind ja hier in dem Gebetshaus, was du ja gegründet hast. Und ich befasse mich ja auch ausgelöst durch die Serie mit der Bibel und natürlich auch mit dem Beten. Und dann habe ich mich gefragt, bete ich zu Jesus, bete ich zu Gott? Zu wem betest du? Und weil, also was ich nun schon mitbekommen habe im Laufe der letzten 2 Monate, als ich mich durch ganz viele Bücher gearbeitet habe und Videos, dass der Weg zu Gott durch Jesus führt. Mhm. Ja? Aber zu wem bete ich? Also wie ich gerade vorher gesagt habe, wie es dir am leichtesten fällt. Mhm. Es gibt Leute, die zum Beispiel von ihrem Vater voll verletzt wurden und ein negatives Bild haben, für die kann es Jesus leichter sein. Oder wenn jemand einfach sagt, hey, die sind beide so männlich. Wobei Gott Vater ist nicht. Gott ist kein Mann, ist auch keine Frau. Ja. Ist ein Wesen. Ne? Ist ein Wesen, ja. Ja, genau. Also überpersönlich. Dann kann man zum Heiligen Geist beten, das ist ein bisschen neutraler und so. Aber das ist eigentlich alles ist egal. Und das Gebet, das Jesus selber gelehrt hat, finde ich, ist immer noch das Tiefste und Beste. Und zwar, wenn man es nicht runterrattert, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, sondern mal einzeln nachzuvollziehen, was heißt es denn? Also da steckt eine ganze Welt drin. Also allein zum Beispiel in dem Wort, dein Wille geschehe. Hey, nee, das heißt nämlich, dass nicht immer mein Wille geschieht. Mhm. Also allein das wäre die Lösung für 70% aller Menschheitsprobleme, weil Menschen immer denken, dass es nach meinem Willen gehen muss. Ja. Und dann muss ich dir meinen Willen draufdrücken. Ja. Was würde passieren, wenn ich jeden Morgen sagen würde, Gott, heute darf dein Wille geschehen? Das ist doch, ist das im Matthäus-Evangelium, wo im übertragenen Sinne gesagt wird, wenn du danach fragst, dann kriegst du es, so ja, ungefähr. Schon, ja. Das heißt aber, wenn ich danach frage, bekomme ich aber nicht immer das, was ich will, sondern das, was Gott für richtig hält für mich. Kann ich das so richtig verstehen? Ich glaube, manchmal dürfen wir ganz unverschämt zu Gott auch sagen, oh, ich hätte so gerne einen Urlaub in der Toskana. Also, dass wir nicht zu demütig werden, so was auch immer du willst, Gott, weil ich glaube, wir dürfen ihm wirklich unsere Herzenswünsche anvertrauen. Und wenn wir was nicht bekommen, dann, weil er was noch Besseres für uns hat. Mhm. Aber eigentlich hast du recht, eigentlich sollte die Haltung die sein, zu sagen, Gott, ich vertraue darauf, dass du mir das gibst, was ich wirklich brauche. Das bedeutet auch, dass das tägliche Brot gib mir heute. Da steht ja nicht, den Brotvorrat für 14 Jahre gib mir und außerdem bitte den Kaviar dazu, sondern das, was ich heute brauche, gib mir heute. Und das ist auch so diese Lebenshaltung von Jesus, in diesem Vertrauen Tag für Tag zu leben, ja, dass Gott für mich sorgt. Ja. Nun bin ich auch über The Chosen zur Bibel gekommen und ja. Hab vorne angefangen, dachte, oh Gott, Hilfe. Und bin dann zum Johannesevangelium, ja, weil da ist ja im Grunde genommen beschrieben, was ich in der Serie ja schon zum Teil gesehen habe. Da konnte ich also für einen Moment besser andocken. Ja. Und das ist ja ein echt fetter Klopper, die Bibel. Und ja, dachte, wie kann ich es schaffen? Weil ich habe durchgeblättert. Ich weiß, ein Roman fängt man auch von vorne an, aber ich kann mit vielen dann nicht so anfangen oder nicht so viel anfangen und habe mich gefragt, wie kann ich mich der Bibel annähern? Und wie du es auch gerade beschrieben hast, die Zeiten morgens 10 Minuten vielleicht mit einer Kerze an, in der Bibel lesen, dann ins Gespräch mit Jesus kommen. Was würdest du Anfängern, und wahrscheinlich gucken jetzt viele auch zu, empfehlen, wie man sich der Bibel annähert? Also du hast es intuitiv genau richtig gemacht. Ich würde nämlich nicht im Alten Testament anfangen, sondern im Neuen. Ah. Und da gibt es am Anfang ja vier Leute haben aufgeschrieben das Leben von Jesus. Das sind die sogenannten Evangelien. Und da kann man mit jedem anfangen, eigentlich egal mit welchem. Und eines hat am Anfang gleich einen langen Stammbaum. Da darf man vielleicht nicht abgeschreckt sein. Das war halt damals ganz wichtig für die Juden zu wissen, wie ist der Stammbaum. Und dann diese Geschichten von Jesus mal lesen. Und im Neuen Testament, da geht es dann weiter mit den Geschichten von der jungen Kirche, die Apostelgeschichte, und dann diese Briefe, aus denen man merkt, wie sich so der Glaube der ersten Christen vertieft hat. Also ich würde mit dem Neuen Testament anfangen und ich würde mir jeden Tag einen gewissen Abschnitt vornehmen, weil das ist allgemein, wenn man Literatur liest, ein guter Tipp, nicht immer aufhören zu lesen, wenn es mal langweilig ist, mhm, sondern manche Bücher, Herr der Ringe ist auch so dick, da geht es 50 Seiten über die Hobbits erstmal, bevor die Geschichte losgeht. Also man braucht eine Anschubenergie, um in dieses Werk
rein zu finden. Und das ist bei der Bibel auch so. Und dann, wenn man das Neue Testament durch hat, finde ich, kann man sich mal ans Alte ranwagen. Und was man auch machen kann, ganz in der Mitte von der Bibel gibt es ein Buch, das sind die Psalmen. Das sind so die Gebete, mit denen fromme Juden auch heute jeden Tag noch beten. Und in den Psalmen sind alle Menschheitserfahrungen drin, die es gibt. Angefangen von Eifersucht, über Verlassenheit, über Depression, über himmelhoch jauchzend, über Staunen, über die Schönheit der Natur, über warum geht es den schlechten Leuten so gut und den guten Leuten so schlecht. Alles ist da drin, aber alles als Gebet. Mhm. Also du könntest zum Beispiel einen Psalm lesen in der Früh und einen Abschnitt aus dem Evangelium. Das wäre ein super Start damit. Mhm. Und wenn ich dann in die Frage gehe, in den Austausch mit Jesus, ihm Fragen stelle, woher weiß ich, dass Gottes Stimme zu mir spricht? Ich meine, ich habe das Gefühl, da sind zehntausende Stimmen in meinem Kopf und ja. Mein Ego ist auch permanent dabei, mir irgendwas zu sagen. Also wie kann ich, wenn ich auch eine Frage stelle, wissen, erstens, ist es Gottes Stimme? Zweitens, wenn ich noch nicht getauft bin, spricht dann Gott trotzdem mit mir oder macht er das erst, wenn ich getauft bin? Ja. Nein, also erstmal, Gott kann zu jedem Menschen sprechen, ob getauft oder nicht, sonst hätten wir gar keine Möglichkeit, zu ihm zu kommen. So, weil allein, wenn ich zu ihm komme, antworte ich schon auf seinen Ruf. Du antwortest jetzt schon auf seinen Ruf. Er hat halt zu dir gesprochen durch The Chosen zum Beispiel. Mhm. Und die Stimme Gottes lernen wir mehr und mehr zu unterscheiden, aber nicht vollständig. Also misstraue Menschen, die ständig sagen, dass sie die Stimme Gottes hören. Die haben wahrscheinlich einfach nur einen Knall. So. Okay. Sondern die Stimme Gottes ist eher so, ich höre ja auch nicht Stimmen einfach so, sondern es ist ein inneres Gespür für das, was mich zum Wahren, zum Guten, zum Wahrhaftigen, zum Schönen, zum Liebenden hinlockt. Und da gibt es ein paar Kennzeichen von dieser Stimme. Erstens und wichtiges Kennzeichen. Die Stimme Gottes ist von Frieden begleitet. Die Stimme, auch da, wenn es was Schwieriges ist, also vielleicht höre ich, wow, ich sollte mich da trennen. Ich will mich nicht trennen, aber ich merke irgendwie, wenn ich dieser Stimme Raum gehe, da ist der größere Frieden. Das ist ein wichtiges Kennzeichen. Zweitens, Gott widerspricht sich nicht. Das heißt, wenn ich einen Brieffreund habe, dem ich dann das erste Mal persönlich begegne, erkenne ich den gleichen Menschen, den ich vorher aus seinen Briefen auch schon kannte. Das heißt, je besser ich Gottes geschriebenes Wort kenne in der Bibel, desto besser kann ich seine innere Stimme erkennen und er wird sich nicht widersprechen. Du wirst merken, das ist irgendwie die gleiche Person. Drittens, Gott ist beständig. Unser Ego, auch unsere Gelüste, die kommen und gehen. Heute habe ich Bock auf das, morgen auf das andere. Das, was wirklich von Gott kommt, kommt immer wieder. Und wenn du merkst, warte mal, immer, wenn ich in die Stille gehe, kommt dieser innere Impuls und ich spüre, mir wird das Herz weit, wenn ich daran denke. Und wenn das seit ein paar Monaten immer wieder ist, hast du einen guten Grund, das ernst zu nehmen. Und vielleicht spricht sogar Gott zu dir. Und viertens, ich würde einfach noch dazu sagen, wir brauchen einen gewissen Rahmen von Stille, dass die inneren Stimmen sich ordnen. Weil wenn wir zu viel einfach uns von Menschen reinreden lassen und von Hektik und von äußerem Input, dann haben wir dieses innere Sensorium nicht. Ich glaube, das Kultivieren von Stille ist nötig, damit wir die Stimme Gottes unterscheiden lernen. Und so viele von uns sind ja in dem Hustle-Mode. Business, ja. Funktionieren, Familie, Beruf, Job, alles unter einen Hut bringen. Und da ist es wahrscheinlich schwer, Gottes Stimme zu hören. Ja. Da ist es überhaupt schwer zuzuhören, auch Menschen. Ja. Ich habe in The Chosen Jesus noch nicht einmal sagen hören, ich bin Gottes Sohn. Mhm. Und jemandem wie mir, der wie gesagt 49 Jahre seines Lebens damit ja nichts zu tun hatte und sich jetzt erst anfängt, damit zu beschäftigen, fällt es schwer, das unter einen Hut zu bringen. Okay, Jesus war ein Menschensohn, also Mensch, und soll aber gleichzeitig auch Gott sein. Wie geht das zusammen? Also welche Rolle spielt Jesus jetzt in der Beziehung zwischen Mensch und Gott? Ist er wirklich Gottes Sohn? Also das Wort Sohn ist eine Metapher, weil Gott ist nicht verheiratet, er ist kein Mensch, ja. Er hat keinen Geschlechtsverkehr. So, ne? Ja. Deswegen, sondern das, übrigens, Jesus spricht sehr wohl von sich selber als Sohn, nämlich auch in genau der gleichen Szene. Mhm. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, da spricht er von sich selbst. Und auch wenn Jesus vom Menschensohn spricht, damit meint er nicht einfach, ich bin ein Mensch wie ihr auch, sondern es gibt ein alttestamentliches Buch, das ist das Buch Daniel. Und da sieht er eine Vision, wo ein Ba-Enosh, also auf Aramäisch, also ein Menschensohn wie du und ich, erhoben wird praktisch über alle
Völkerstämmen und Nationen praktisch auf die gleiche Höhe wie Gott. Und der Daniel, der Prophet, ist Jude und ist total geflasht, sagt, wer kann das sein? Und das, im Alten Testament wird das nicht aufgelöst. Also du könntest fragen, welcher Mensch hätte das Recht, dass ihm göttliche Ehre zukommt? Der Schabbat ist für die Menschen da. Und nicht die Menschen für den Schabbat. Denn der Menschensohn ist auch Herr über den Schabbat. Der Menschensohn? Gehen wir. Jesus sagt völlig klar, völlig eindeutig von sich, dass er der Weg zum Vater ist. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen Freiheit zu verkünden und den Blinden das Erlangen des Augenlichts. Denjenigen Freiheit zu bringen, die unterdrückt sind. Und das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. Jesaja. Jesaja. Meine Tochter hat eine Frage in Bezug auf Jesus. Sie meint, wann kommt er wieder? Wie alt ist deine Tochter? Und wo war er in der Zwischenzeit? 13. Wann kommt Jesus wieder? Also erstmal, Jesus ist bei uns, aber nicht in seiner sichtbaren körperlichen Gestalt. Und jetzt ist wirklich abgefahren, ist, wenn man in die Grabkirche nach Jerusalem geht, da gibt es ein Grab, aber das ist leer. Und bis heute, also das hat Lukas auch in der Einleitung gesagt, dass Jesus historisch gelebt hat, ist eigentlich unter Historikern heute nicht mehr umstritten. Dass er gekreuzigt wurde, auch nicht. Dann wird es natürlich schwieriger. Sagst du, wenn er gekreuzigt wurde und gestorben ist, ja, wo ist er denn? Also kann man sich schwer vorstellen, dass seine Jünger irgendwie nicht das Ansehen geachtet hätten, und sein Grab zu pflegen. Also dieser Gedanke der Auferstehung ist historisch, finde ich, plausibler als das Gegenteil. Sagst du, wie kann eine Auferstehung historisch sein? Es gibt ganz schön gute Argumente, dass die Auferstehung historisch ist. Aber dann sagst du, aber wo ist dann jetzt sein Körper? Der ist ja in den Himmel aufgefahren. Jesus ist ja nicht als Geist auferstanden. Mhm. Also die Aussage ist nicht, dass den Jüngern dann ein Geist erschienen ist. Das gibt es in allen Märchen der Welt. Das ist ja total langweilig. Nein, das Grab war leer. Also, und es ist bis heute. Von daher ist die Frage von deiner Tochter schon eine wahnsinnig gute. Und Jesus hat selber gesagt, ich werd genauso wiederkommen letztendlich, wie ich in den Himmel aufgefahren bin. Ich habe keine Theorie dazu. Okay. Ich habe keine Theorie dazu, wann Jesus wiederkommt. Ja, natürlich bist du noch hier. Eines Tages etwa nicht mehr? Lass uns ein anderes Mal darüber sprechen. Aber wir sprechen darüber. Ich denke schon. Bald? Dieses Wort, bald, das ist das ungenaueste Wort der Welt. Was heißt bald? Ein paar Stunden? Oder Tage? Jahre? 100 Jahre? 1000 Jahre? Frag meinen Vater im Himmel, wie lang 1000 Jahre sind. Dann reden wir über bald. Er hat gesagt bald, aber seine Kategorie von bald ist offensichtlich besser. Aber ja. Was ich wichtig finde, ist, ich komme bald wieder. Die Wahrheit ist, du wirst bald vor ihm stehen und ich werde auch bald vor ihm stehen. Weil du meinst, wenn wir sterben? Ja, weil unser Leben ist endlich und das ist bald. Im Sinne von, es geht viel schneller, als wir denken. Oh, ja. Und ob Jesus jetzt im Jahr 2100 wiederkommt oder 4500, ist ja mir egal. Ich bin ja dann gestorben. Aber ich muss in dieser Naherwartung leben. Ja. Weil ich kann morgen tot sein. Deswegen lebe ich besser mal heute so, dass ich weiß, das ist ja nicht für die Ewigkeit hier. Ich muss dir was erzählen. Ich habe es im ersten Teil des Interviews schon erzählt. Also ich habe vor 9 Jahren... nachts einen Traum gehabt. Da habe ich bei meiner Schwester im Wohnzimmer geschlafen. Und ich habe nur ein Gefühl geträumt. Es war nur ein Gefühl und es war weiß. Und ein Gefühl von so einer Intensität, dass es sämtliche Rahmen sprengt, das beschreiben zu wollen, weil es ist nicht möglich, dieses intensive Gefühl zu beschreiben. Weil es so unfassbar schön war. Und dann bin ich aufgewacht und war im Wohnzimmer meiner Schwester und dachte, ich will dieses Gefühl noch mal haben. Oh mein Gott, dieses Gefühl. Ich habe sowas noch nie gefühlt. Ich will das noch mal haben. Ich mache jetzt die Augen noch mal zu. Ich will noch mal zurück in diesen Traum. Und habe die Augen zugemacht und ich bin noch mal da gelandet. Es ist 9 oder 10 Jahre her. Mhm. Dieses Gefühl habe ich nie vergessen. Nie. Ich glaube, da hat Gott an dein Herz angeklopft.
Und das habe ich vor kurzem erkannt, als ich im Zuge nach der Serie und meines ganzen Lesens gelesen habe, Gott ist Liebe und Licht. Und ich so, das ist das, was ich geträumt habe. Es war die pure, reinste Form der Liebe und Licht. Mehr war da nicht. Es war nur Liebe und Licht. Das geht in die Richtung von dem, was ich erzählt habe, was ich damals erlebt habe, als die da für mich gebetet haben. Es war weniger visuell, als du geschrieben hast, aber es ist wie sowas wie das krasseste Glück von verliebt sein. Und ich muss mich wie zwickend sagen, aber es gibt da gar keinen Menschen, in den ich verliebt bin. Da ist gar keine Frau. Und ich so, aber woher kommt dann dieses Gefühl ist ein zu schwaches Wort. Diese Realität. Oder auch, was du in diesem Traum beschreibst, Gefühl ist ja ein zu schwaches Wort. Es war ja wie ein inneres Erleben. Und es gibt die innere Welt. Es gibt nicht nur das Äußere. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was noch alles auf mich zukommt, was ich noch alles erleben und erfahren darf. Und ich danke dir, dass du mir da so ein bisschen ein Stück weit auch die Tür geöffnet hast und bestimmt auch vielen, die jetzt zuschauen, für die das auch eine völlig neue Welt ist. Und so tolle einfach, Fragen. Wie, echt? Mhm, siehst du, ehrlich, ich war nervös, dir diese Fragen zu stellen, weil ich dachte, komm, jeder Christ kennt doch diese Fragen und Antworten, und das sind vielleicht völlig banale Fragen, und ich bin so froh, sie dir gestellt zu haben, weil ich habe heute viele Antworten bekommen. Das sind die tiefsten Fragen, die man stellen kann, also gerade auch die nach dem Kreuz, also so wirklich die Vorstellung, ich bin beim Essen und ich kann mein Essen nicht zahlen, weil ich zu wenig Geld dabei habe, und dann kommt jemand anderer und sagt, ich zahle für dich. Das ist ja das, was Gnade ist. Wenn das existenziell möglich wäre, dass ich sage, ich kann mich eigentlich nicht lösen, nicht selber erlösen, da gibt es eine Last in meinem Leben, die werde ich nicht los. Und dann kommt jemand und sagt, schau, ich zahle für dich. Das ist das, was Jesus getan hat. Und zwar egal, ob ich Mist gebaut habe oder ob ich Opfer von Mist war. Dass mir sowas Böses angetan wurde, dass ich sagen kann, so ein Gott, der einfach nur drüber wischt und sagt, es ist egal, ich habe euch alle lieb, das ist ja wie Hohn. Also ein Gott, der sich für das Opfer gar nicht interessiert. Und dass in Jesus Gott auch Opfer wird, auch verwundbar wird, und gleichzeitig wird er, wenn man so will, sogar Sünder. Also er geht sogar in diese Trennung vom Vater in der Verlassenheit, wo er am Kreuz sagt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, er versteht mich auch, wenn ich so viel Mist gebaut habe, dass ich mich von Gott getrennt habe. Wenn das wahr wäre, dass dieser gleiche Jesus sagt, Johannes, schau mal, du kannst auch dein Ding kann auch auf meine Rechnung gehen. Ich habe auch dafür gezahlt. Dann wäre ein Leben mit einer inneren Freiheit und Qualität möglich. Das ist das Schönste, was es gibt, und das ist meine Realität, und ich glaube, das heißt es, Jesus zu folgen. Ja. Ich glaube, ich werde die Serie nochmal ganz von Anfang an anschauen, von Staffel 1, Folge 1, weil dadurch viele Szenen jetzt nochmal aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachtet werden können. Vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank für die Antworten, aber auch vielen Dank für die Fragen, mutige Fragen. Wie war es für dich? Klingt das bescheuert, wenn ich sage, ich fühle mich beseelt, aber schön. So ist es wirklich. Schön. Bin froh, dass ich deinen Kanal abonniert habe. Dann kann ich noch ganz, ganz viel. Also ich bin ergriffen, berührt und dankbar. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, jetzt hier zu sein, und freue mich auf alles. Fühle mich wie so ein kleines Kind, ganz neugierig, was eine völlig neue Welt kennenlernt. Danke. Ich fühle mich auch beschenkt. Es ist so wertvoll, über so tiefe Themen zu sprechen. Oh Gott. Darauf habe ich mich gefreut, dass ihr euch beide mal kennenlernt. Danke fürs so schön. Verbinden. Sehr, sehr gerne. Man hat da von außen, ich würde jetzt keinen Jesus-Vergleich einstellen, man hat von außen, aber so ein bisschen, ich überdecke mal, ein bisschen den Vergleich zur Jesus- und Nikodemus-Szene. Ihr hattet war sehr spannend zuzuhören, auch für mich und wahrscheinlich auch für die Zuschauer. Von daher vielen lieben Dank. Danke dir. Hast du schon jemals etwas Derartiges gehört? Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder macht es wie Andrea und folgt Johannes. Er spricht ganz, ganz viel über diese Themen. Ja. Ihr habt gemerkt, die Themen sind größer, als was man in 3 Minuten irgendwie zusammenfassen kann. Genau. Und wenn man danach in die Praxis kommen soll, würde ich sagen, also wir sind im Gebetshaus. Wir haben den Leiter des Gebetshauses hier. Drüben hinter der Wand ist der Gebetsraum. Bitte. Jetzt machen wir es einmal praktisch. Ja. Entlassen euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, danke Loris fürs Filmen. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.